schon gesehen. Ich weiß, ihr habt viel schon gesehen. Hä? Wieso ist hier wieder zu? Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Wir befinden uns, in der Mutantenfabrik, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest mal laut dem, was man da oben so auf diesen merkwürdigen Liegen und so weiter Tischen liegen sieht. Ja? Wir werden uns noch eingehend damit beschäftigen, allerdings muss dazu erstmal der Kollege hier entfernt werden. Ja, und auch hier zielen wieder alles andere als leicht, ne? Zielen alles andere als leicht, dann muss man tatsächlich noch mehrmals zielen und treffen, um die Leute zu erledigen. Gott sei Dank haben wir ja von dem Kobold im Gefängnis haben wir ja sehr, sehr viele Kleeblätter bekommen. Was ja schon mal ein großer Vorteil ist. Allerdings haben wir auch im Verlauf des Spiels schon festgestellt, dass die auch ruckzuck wieder weg sein können. Wenn es denn blöd läuft. Gut. Ja. Jetzt gilt es hier, diese Mutantenfabrik zu sabotieren. Inwiefern das stattfinden soll, weiß ich noch nicht ganz. Auf jeden Fall sollen wir aber danach gesagt kriegen, wo wir denn zum See klares Wasser kommen oder klaren Wassers oder wie auch immer. Da oben ist ein interessanter Typ. Da ist eine Funfrog-Statue, die wird kaum auf einer Sendel, auf einem Sendelsiegel stehen. Wir gehen aber trotzdem mal hin. Da ist nämlich auch Treibstoff. Allerdings gehen wir wieder ein bisschen näher ran. Und mit eben jeder Kapsel da unten werden wir wahrscheinlich irgendwie wieder zurückkommen oder auch nicht. Linker Stick nach wie vor zum Laufen ungeeignet, ne? Hast du eben einen Teil deiner Kraftstoffreserven erneuert? Ja, kann man auch nicht genug von haben. Ja, obwohl. Ist jetzt nicht überlebenswichtig in dem Spiel. Man sollte halt nur an der einen oder anderen Stelle welchen haben. Ich meine jetzt im Moment, wie viel haben wir denn? 9. Also 9 braucht man jetzt gerade nicht. Aber man geht dann doch hin und wieder mal dazu über, an der einen oder anderen Stelle welchen zu kaufen. Man kauft halt auch immer gleich 10 Einheiten. Deswegen ergibt sich das so, dass man halt irgendwann mal noch ein bisschen mehr hat, als man eigentlich braucht. Jetzt ist da ein Kollege, da sind 3 Hebel. Was passiert jetzt mit diesen 3 Hebeln? Das ist eine interessante Frage, wie ich finde. Und dieser Frage werden wir uns jetzt stellen. Wir haben doch eben von dem roten Dicko einen Schlüssel bekommen, oder nicht? Nee, haben wir nicht. Okay. Bedeutet jetzt auch... Warte mal, dann werde ich erstmal mit dem hier reden, bevor ich mir jetzt wieder irgendwelche abstrakten Gedanken hier mache. Hallo. Guten Tag. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Ich habe keine Zeit zum Spielen. In Ordnung. Kommen wir da raus? Nein. Aber ich nehme an, hier müssen wir im Endeffekt raus. Was wir aber auf alle Fälle irgendwie müssen, ist hier zu dem Kollegen darüber kommen, ne? Aber ich frage mich gerade, wie. Die Tür unten geht nicht auf. Einen Schlüssel haben wir gerade auch nicht. Schwierig. Jetzt probieren wir mal, ob wir hier irgendwie drauf springen können. Können wir nicht. Jetzt hätte ich mir gedacht, vielleicht da drauf und dann da über einen Zaun drüber. Aber das funktioniert leider nicht. Jetzt bin ich dann leider doch etwas... Moment. Ja. Überfragt will ich nicht sagen oder überfordert, aber... Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, ob man hier irgendwie drüber kommt, ne?
Ja, ist vielleicht gar nicht so gedacht, aber. Okay. Der hat jetzt mal eben ein Mordsviech auf mich. Das ist ja noch eins. Da ist noch eins. Oder ist das immer das gleiche? Ich war. Ah, ist es nicht. Wieder eins. Ja, Leute. So. Also, hier wieder ein Alarmknopf, ne? Müssen wir aufpassen, ne? Falls da einer rankommt, dann haben wir wieder ein Problem. Dann wachen wir wahrscheinlich in eben jener Zelle auf, in der wir vorher schon aufgewacht sind. Treppen hochschießen kann der Twinsen noch nicht, leider. Dann müssen wir, glaube ich, hier in den hinteren Teil des Raums. Von hier aus können wir den Klon vielleicht. Wir ihn dann irgendwann mal erwischen. Gott sei Dank. Erwischen. Ja. 5 Herzchen gibt's dafür. Und aus dem Schrank gibt's nochmal eins, ja. Jetzt wäre wieder Kleeblätter lieber, ne? Es war, ihr habt's gesehen, es war vorher alles voll. Ich habe leider einen Weg gewählt, den ich so nicht hätte wählen sollen. Beziehungsweise hätte Wege gehen sollen, die legal sind, sage ich jetzt mal. Also da so merkwürdig über diesen Zaun drüber springen. Das ist einfach nicht vorgesehen, so wirklich. Das ist einfach nicht vorgesehen, zum einen. Und zum anderen, war es einfach dumm. Aber ich habe natürlich gedacht, ich komme da irgendwie lang, ne? Die hier muss ich... Moment, muss ich sogar mal gucken. Genau, die wäre es vielleicht gar nicht so schlecht zu vernichten. Wenn es denn geht. Ich weiß ja nicht, wenn ich hier vielleicht den Nachschub abschneide, kommt vielleicht in dem anderen Raum, in dem ich jetzt vorher gerade x-mal verloren habe gegen diese Riesenkrebse oder was immer das sein soll, oder Krabben. Krabbenmutanten. Wenn ich hier den Nachschub abschneide, kommt vielleicht von daher kein Nachschub in diesen anderen Raum. Dann komme ich da vielleicht irgendwie weiter. Glaube ich aber nicht. Ist aber nur so eine Vermutung. Einfach nur so. Jetzt probieren wir hier nochmal die Tröte, die geht natürlich hier nicht. Aber ich wollte es halt mal probiert haben. Jetzt sieht's noch. Jetzt seht ihr, wo wir sind. Da erlaube ich mir jetzt mal. Naja, also der hat mich natürlich gesehen. Knöpfe nicht an. Ja. Ja, was ist denn wenn doch? Was passiert denn? Ah, Tür auf. Cool. Der da? Macht jene Tür auf. Cool. Aber dann kommen die Viecher da raus. Wollen wir das denn? Ja, ich muss ja da raus. Ne? Und was ist das hier? Jetzt sind alle Türen auf. Klasse. Jetzt gehe ich aber nochmal dahinter an den Schrank. Ein paar Herzen noch mitnehmen, genau. So. Magic wäre jetzt wieder nicht schlecht. Aber ist halt jetzt gerade nicht. Und was ich jetzt auch noch mache... Ich gehe nochmal zurück in der... Ich meine, ich kann ja zur Not den hier nochmal weghauen, den Typen, und benutze dann hier die Hebel nochmal. Mich würde schon noch interessieren... Moment. Ja, jetzt ist der Doc hier natürlich wieder am werkeln. Allerdings seine...
Werke sind nicht mehr da. Ja, und an sein Geld komme ich auch nicht. Dolle Wurst. Egal. Gut, ich könnte da drauf springen. Ja. Ich gehe jetzt nochmal da vorne lang. Ich probiere mal jenen Herrn da. Beziehungsweise erstmal muss ich mir natürlich... Der hat direkt da einen Alarmknopf. Der ist natürlich mit einem Treffer weg. Das muss ich probieren, von hier aus zu bewerkstelligen, ne? So. Dann kann ich mich nämlich hier auch nochmal ein bisschen umschauen. Da sind auch noch interessante Dinge da unten drin. Ich weiß nicht. Ich glaube, die kann ich auch abschießen. Aber ich glaube, so wirklich treffen tut er sie nicht, ne? Ist, glaube ich, vom Spiel auch nicht so gedacht. Also ich meine sogar, man kann die treffen, aber es ist dann eher Zufall. Aber bis jetzt haben wir sie zumindest auch mal rein zufällig nicht getroffen. Also von dem her. Halten wir uns jetzt nicht länger mit auf. Ist aber gut, dass wir mal einen Blick hierher geworfen haben. Haben wir das zumindest mal gesehen. Noch, wo es möglich ist, Utensilien klauen. Und dann geht's wieder zurück. Dann war das ja doch gar keine so lange Geschichte mit dem Mutationsdingenskirchens. Der Typi da oben ist jetzt natürlich wieder da. Da verlassen die Mutanten. Die Mutanten verlassen nicht das Gebäude. Allerdings muss ich den trotzdem kaputt machen hier oben, sonst macht er mir die Türen natürlich wieder alle zu. Rühren Sie diese Knöpfe? Ja. So, also. Dann war das jetzt die einzige Tür, die er verschlossen hat, sonst sind alle noch offen. Und dann haben wir natürlich den Mutanten, den müssen wir jetzt versuchen, weiträumig zu umgehen. Beziehungsweise, er ist ja nicht unbesiegbar, aber dennoch, da hat er sogar einen Bruder. Okay. Einfach raus hier, einfach nur raus hier, genau. Wo möchtest du hin? Wo möchte ich denn hin? Zum Hasidorf? Ja. Zum Hasidorf. Und die sollten mich ja jetzt irgendwie zum See klares Wasser bringen. Klaren Wassers, Brackwassers, wie auch immer das Ding tatsächlich heißt. Ah ja, jetzt kommen wir da rein, wo ich vorher dachte, wir könnten raus. Sei es drum. Was? Schon wieder Hilfe? So. Gerettet. Ja, sogar mehr als gerettet. Da kommt auch nichts mehr nach, mein Freund. Das Monster-Dingenskirchens. Oh! Guten Tag. Mutationszentrum ist. Wusstest du, dass es einen Ohne Personal. Wasser hier ganz in der Nähe gibt? Er befindet sich neben der Tür der heiligen Karotte und er steht in einem engen Zusammenhang mit der Prophezeiung. Ja, wissen wir eigentlich. Ich sollte jetzt eigentlich hier irgendwie zum seeklares Wasser kommen. Guten Tag. Danke für deine Hilfe. Und denk dran, wenn du in die Fabrik gehst, zerstöre alle Eier. Sonst werden neue Monster produziert, die dann das Dorf angreifen werden. Ich glaube, ich muss da nochmal hin. So, also jetzt bin ich wieder hier. Musste nochmal in die Fabrik zurück. Und hab mir jetzt erlaubt, mal ganz, ganz kurz die Aufnahme zu pausieren, während ich hier nochmal hinreise. Ja, also die netten kleinen umherfliegenden Kügelchen da in dieser Zelle, nenne ich es jetzt mal, sollten dann auch vernichtet werden. Alle Eier vernichten, sonst kommt immer wieder Nachschub ins Hasidorf. So, da hängen wir jetzt fest. Ne, tun wir nicht. Okay. Ja. Hier ist jetzt wieder gleiches Problem wie vorher. Wir werden also hier kurz den Kollegen da straff machen. Oh. Nee. Alle Türen müssten soweit geöffnet sein, ne? Die ich benötige, um rauszukommen. Jawohl. Also. Ja. Also das habe ich jetzt übersprungen. Das
habt ihr ja alles schon gesehen. Ich weiß, ihr habt viel schon gesehen. Hä? Wieso ist hier wieder zu? Das gibt's doch jetzt nicht, oder? So, jetzt checken wir, ob wirklich alle Türen auf sind. Die ist jetzt zu. Die vorne ist auch auf. Es ist alles auf, oder? Okay. Also, diesmal sollte es funktionieren. Diese Kreaturen interessieren uns jetzt nicht. Wir haben den Nachschub an Eiern. Wo möchtest du hin? Abgeschnitten. Das heißt, es sollte alles in Ordnung sein. Zum Hasidorf. Jetzt gehen wir zum Hasidorf. Die sollten uns ja jetzt zum Hamalai, zum See des klaren Wassers irgendwie bringen oder führen oder uns zumindest mal den Weg sagen. Schauen wir mal, ob die das so direkt noch machen. Da wird gerade einer hier. Nee, ich dachte, da hat einer... Nee, natürlich nicht. Jetzt habe ich ja den Nachschub quasi abgeschnitten. Jetzt sind hier natürlich keine Viecher mehr. So, jetzt bitte. Guten Tag. Guten Tag. Toll. Jetzt habe ich noch mehr. Jetzt habe ich mehr Kleeblätter, als ich brauche. Egal. Jetzt müsstet ihr mir doch eigentlich irgendwas erzählen hier. Guten Tag. Wusstest du, dass es einen See klares Wasser hier ganz in der Nähe gibt? Er befindet sich neben der Tür der heiligen Karotte und er steht in einem engen Zusammenhang mit der Prophezeiung. Und wo ist denn nun diese Tür der heiligen Karotte? Wolltet ihr mir da nicht irgendwas... Oh, da oben ist ja was. Okay. Guten Tag. Seit deiner Ankunft ist es ruhiger geworden. Musst du wirklich gehen? Ja, tschüss. Was? Was war das jetzt? Heavy Metal oder was? Oder hat sie geweint? Hey, du! Hände weg von unserem... du bist! Bravo! Du hast tatsächlich die Mutantenfabrik ausgeschaltet, da kein neues Monster diese verlassen hat. Übrigens, wie heißt du, ehrenwerter Fremdling? Twinsen! Nun, ehrenwerter Fremdling Twinsen, folge mir jetzt bis zur Tür der heiligen Karotte. Habe ich, glaube ich, gerade schon gesehen. Hätte ich da vielleicht auch vorher schon durch können? Wäre jetzt wahrscheinlich alleine nicht gegangen, schätze ich mal. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Karotte, öffne dich! Da ist übrigens die Karotte da oben. War's das? Okay, tschüss. Also, da geht's in die heilige Karotte. Irgendwie so. Schauen wir mal. Sehen wir dann im nächsten Video. Dieses ist an der Stelle beendet. Die Zeit geht immer richtig schnell. Also ich bin ja richtig erschüttert. Ne? Aber egal. Ist halt so. Können wir nicht ändern. Dieses Video ist zu Ende. Es geht an exakt gleicher Stelle im nächsten Video weiter. Und dann schauen wir mal, was sich da hinter dieser Karottentür verbirgt. Ja. Dann bedanke ich mich noch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen nach oben da lassen, das wäre super. Und gegebenenfalls noch ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Kommentar ist natürlich auch immer gern gesehen. Ne? Herzlichen Dank und tschüss.